das Thema Wert der Bildung für die Wirtschaft zu vermitteln. Das sind meine persönlichen Gedanken dazu. Wurde schon angesprochen, Vorstand der Voestalpine, zuständig für die Division Metal Forming. Was macht die Metal Forming? Wir formen Metall. Ja. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie formen Menschen. Und indem Sie Menschen formen, Sie formen, entwickeln, bilden unsere Kinder, unsere Jugend, Schüler, Studenten, schon im frühen Kindergartenalter steht es zu sein. Damit schaffen Sie die nächste Generation, die Generation, die nach uns dieses Land lenken, dieses Land bewirtschaften wird. Und es ist ein enorm wichtiger Beitrag. Schön, dass es Sie gibt, meine Damen und Herren. Wirklich, wahr. Es ist wirklich, ich habe es heute schon kurz einmal gesagt, also ich bin seit einem Jahr Vorstand der Voestalpine, war zuvor 12 Jahre lang Forschungschef und dort auch für Innovation zuständig im Konzern. Und das ist mein erster Vortrag, den ich außerhalb der Voestalpine halte, seit ich Vorstand bin. Und das mache ich nur, weil mir das Thema so wichtig ist. Und weil mir die Lehrer so wichtig sind, verdammt nochmal. Weil ich halte das nicht mehr aus, dieses ewige Hinhauen auf die Lehrer, dieses ewige Lehrerbashing. Und das ist eine der wichtigsten Bevölkerungsgruppen, die wir haben. Und lassen Sie sich nicht beirren. Ich mache das nicht für Fishing for Compliments, sondern das ist mir ein Anliegen, dass das endlich einmal gesagt wird. Das ist mir wirklich wichtig. Sie, meine Damen und Herren, sind sogar besondere Vorzeigeexemplare. Nicht nur, weil Sie diese jungen Herren da ausbilden, die uns zukünftig auch wieder ein bisschen Wohlstand sichern werden. Ich gebe dem Herrn Professor Funke total recht, also der Wohlstand wird abnehmen. Das ist unvermeidlich, wenn es so weitergeht. Also. Aber wir wollen doch ein bisschen was gesichert haben. Sie sind deswegen Vorbild. Sie sind heute hier und Sie sind bereit, weiter zu lernen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Sie setzen Ihre Freizeit ein, um zu lernen. Und das bleibt und wird immer wichtiger werden und bleibt wichtig. Und jetzt zu meiner Frage, Wert der Bildung für die Wirtschaft. Ich glaube, ich habe es schon ein bisschen eindrucksvoll untermauert, aber ich will es nochmal ganz deutlich sagen. Bildung ist wichtig, enorm wichtig. Also das ist für uns unser zukünftiges Asset. Warum ist das so? Und das kann ich jetzt aus der Sicht der Wirtschaft doch einigermaßen erläutern. Und zwar, so vor 150 Jahren ungefähr hat es noch eine Agrargesellschaft gegeben. Da waren ungefähr 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Dann ist die industrielle Revolution gekommen. Und heute sind ungefähr 2%, also plus minus, in der Landwirtschaft tätig. Die Industriegesellschaft hat, es werden sehr viele Leute in der Industrie beschäftigt. In der Zwischenzeit ist die Dienstleistungsgesellschaft gekommen und roundabout 20% sind noch in der Industrie, in der produzierenden Industrie beschäftigt, mit einer leicht sinkenden Tendenz. Allerdings geht es jetzt schon asymptotisch eher langsam. Ja, das wissen wir alle. Nur was jetzt bevorsteht, ist die nächste Revolution. Einfach gesagt, wer von Ihnen geht noch auf eine Bank zum Schalter? Wer geht in ein Reisebüro zum Schalter, um eine Reise zu buchen? Einige von Ihnen bestellen wahrscheinlich schon die Medikamente im Internet. Es ändert sich etwas. Ich garantiere Ihnen, in 5 bis 10 Jahren wird es diese Tätigkeiten, wo das Gegenüber, das Ihnen gegenüber sitzt, nicht mehr weiß, wie Sie, wenn Sie eine Stunde gegoogelt haben, diese Jobs werden aufhören, die werden durch Computer ersetzt. Da braucht man etwas. Also wenn Sie den Bankbeamten, Sie brauchen nicht mehr auf die Bank zu gehen, um Geld abzuheben, das machen Sie beim Bankomat. Was wir brauchen, sind
Experten, sind Wissende, sind beispielsweise, es wird immer auf Banken Leute geben, zum Beispiel spezielle Kreditberater, die, ich sage irgendwie, Unternehmenskredite für einen Heidi Staudinger machen, für einen Heini Staudinger machen. Oder die Reisebüros, die Reisen für Hochzeitsreisen mit Wedding Packages in der Südsee oder was auch immer. Solche Experten mit fundiertem Wissen und mit der nötigen sozialen Kompetenz, die wird es immer geben, die wird es immer mehr brauchen. Und wir stehen jetzt da vor einem Scheideweg und der wird sich in den nächsten Jahren, wird sich das sehr deutlich zeigen. Ich brauche nicht darauf hinweisen, dass ein großes Bankinstitut so zwischen den Zeilen angekündigt hat, 10.000 Leute abzubauen. Was kommen wird ist, es gibt diese Aufteilung der schlecht ausgebildeten oder weniger ausgebildeten Mitarbeiter oder Menschen, die denen der Computer sagt, was sie tun sollen, die werden sehr, sehr schwierig einen Job finden und die Jobs werden fürchterlich schlecht bezahlt werden, weil der Wettbewerb darum sehr hoch ist. Ich war letzte Woche in Mexiko, ich steige ins Flugzeug, dort verdienen die Arbeiter, die solche Tätigkeiten machen und die machen das exzellent, $500 bis $600 im Monat. Das ist halt das, auf das man sich einstellen muss, weil wir in einer globalen Wirtschaft leben. Die anderen, und dort, das ist auch in Mexiko, dasselbe haben sie in China, da fliege ich nächste Woche hin, dasselbe ist in China, die Geschäftsführer, die verdienen fast dasselbe wie bei uns. Die einfachen Tätigkeiten, $500, $600 im Monat. Das ist das, was uns klar sein muss. Und deswegen, um unseren Wohlstand einigermaßen zu erhalten, ist es ihre wichtige Aufgabe, möglichst viele von dem Pool, den sie zur Verfügung bekommen, an Auszubildenden in die Richtung zu bringen, dass sie diese hochwertigen Tätigkeiten leisten können. Es macht da mehr Spaß, ganz sicher. Es macht mehr Spaß. Also es ist sicher schöner, Lehrer zu sein, wie am Fließband zu stehen. Es ist auch schöner, Vorstand in der Voestalpine zu sein. Wir sind in einem Umbruch und auch Ihre Profession ist in einem Umbruch. Ich habe da ein Beispiel, das ist mir zufällig in die Hände gefallen. Heuer im Sommer war die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Peking und bei dieser Leichtathletik-Weltmeisterschaft ist ein Kenianer, du musst jetzt nachschauen, Julius Yego, Weltmeister im Speerweitwurf geworden. Jetzt sagen Sie, super Geschichte, was ist das? Der Julius Yego, der gute Mann, behauptet von sich, er hat sich das Speerwerfen selbst beigebracht. Das schaut so aus, der Yego. Wörtlich sagt er, my coach was me and the YouTube-Videos. Der gute Yego hat nachgesehen im Internet, hat Videos gefunden, auf denen explizit erläutert wird, wie den Speerweitwurf geht und hat sich das gelernt. Warum hat er das so gemacht? In Kenia hat Speerweitwurf keine Tradition, da gibt es keine Trainer. Er wollte das aber machen, hat es sich selbst gelernt. Das ist auch die Zukunft. Es werden Mittel zur Verfügung gestellt und wir werden uns selbst Dinge lernen müssen. Das ist ein einfaches Beispiel auch von meiner Seite. Derzeit der anerkannteste Strategieprofessor weltweit ist Michael Porter. Sie finden jede Menge Videos von ihm auf YouTube, Sie können es anschauen. For nothing. Also, und der gute Mann bekommt für einen Vortrag über $100.000, habe ich gelesen. Also es geht billiger. Warum erzähle ich Ihnen das? Lernen ist im Wandel. Wir sind denn am Wandel und auf das müssen wir uns einstellen. Wir müssen natürlich auch nicht nur die Lehrer sind da gefordert, sondern auch die Bildungseinrichtungen. Wir müssen den Kindern natürlich auch entsprechend die Mittel in die Hand drücken, damit sie sich darauf einstellen können. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was erwarte ich mir, was Sie bilden? Und eigentlich wurde schon alles gesagt. Es freut mich, dass ich nicht der Nämling bin neben den Experten. Also was ich erwarten würde, ist einmal ein Basiswissen. Es geht nicht an, dass Kinder die Schule verlassen und nicht lesen und schreiben können. Oder Grundrechnungsorten. Das ist eine Katastrophe. Wir können diese Leute, wir in der Voestalpine, wir tragen schon ein bisschen was bei. Wir bilden
unsere Lehrlinge und lernen ihnen noch lesen und schreiben und lernen ihnen Grundrechnungsorten, also damit sie das kriegen, wenn sie es nicht haben. Was zukünftig auch natürlich, also was schon extrem wichtig ist, ist natürlich Englisch. Die Welt ist geschrumpft, massiv geschrumpft, und wenn sie kommunizieren wollen, müssen sie schon Englisch können. Und dann natürlich Fachwissen, aber das ist spezifisch, das wird angeeignet. Also mir hat das von Herrn Professor Funke so gut gefallen, dieses dumme Wissen. Manches braucht man davon, das nutzt nichts, aber das spezifisch, und das kann man sich auch relativ spät anlernen, weil das holt man sich aus dem Netz. Man merkt es dann eh, wenn man ein bisschen geübt ist, und sonst muss man halt öfter nachschauen, ist nicht so tragisch. Was die jungen Menschen brauchen, sind Soft Skills. Die müssen sie präsentieren können, die müssen sich auch selbst verkaufen können, die müssen überzeugen können mit Argumenten. Die jungen Menschen sollten sympathisch sein. Die jungen Menschen sollen sich am Leben freuen, die sollen Selbstvertrauen haben. Das sind Dinge, die viel, viel wichtiger werden wie alles andere. Diese jungen Menschen müssen in interkulturellen Teams zusammenarbeiten. Idealerweise können sie es auch leiten. Also sie müssen Projekte vorantreiben können. Wir haben, also Wettbewerb ist heute hier ein bisschen verdammt, wir haben ihn trotzdem, diesen Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb der guten Ideen. Ich komme aus der Forschung, also jeder Forscher hat am Tag 1000 Ideen und nur die Besten davon setzen sich durch, und die Besten sind nicht unbedingt die, die objektiv die Besten sind, sondern die am besten vertreten werden von den Befürwortern. Und ein dritter Punkt, und es freut mich, dass ich das auch nicht übersehen habe, wir brauchen die jungen Menschen mit den richtigen Werten. Sie brauchen Werte, und es ist leider so, dass es in vielen Elternhäusern ihnen das nicht mehr vermittelt wird oder werden kann. Und da müssen die Bildungseinrichtungen einspringen und mithelfen, dass wir den jungen Menschen die richtigen Werte vermitteln. Wie geht man miteinander um? Ist man ehrlich oder nicht? Etc. Betrachtet man die Welt nachhaltig? Auch da habe ich eine Antwort. Nachdem ich angesprochen wurde, darf ich da schon antworten. Also die Voestalpine betreibt das sauberste Stahlwerk der Welt. Weltweit werden 1,5 Milliarden Tonnen Stahl erzeugt. In Linz hier 6 Millionen Tonnen. Die 6 Millionen Tonnen mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß, die 6 Millionen Tonnen mit allen Emissionen, die sie messen können, die niedrigsten. Das ist das sauberste Stahlwerk der Welt. Wir erzählen das unseren Wettbewerbern und sagen ihnen, dort müsst ihr hin, wir treiben sie in diese Richtung, wir entwickeln uns ständig weiter. Ich weiß nicht, ob der Henny Staudinger 1,5 Milliarden Tonnen Stahl beeinflusst, sondern ich glaube, er hat ein Gesetz, ja, das sicherlich zu verändern war, geholfen zu verändern. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn Sie Zeit haben, erzähle ich Ihnen, was wir alles dazu beitragen, um die Umwelt zu schützen. Und das sind Beispiele, wie zum Beispiel, dass wir einen Werkstoff entwickelt haben, mit dem die Kraftwerke jetzt gebaut werden, die Kohlekraftwerke in China, wo sie den Wirkungsgrad um 30% verbessern. Das heißt, es werden 30% weniger Kohle verbrannt, um Strom zu erzeugen, denselben Menge an Strom. Und das sind natürlich Hebel, die sie da haben, die natürlich global wirken. Aber wir leben in einer globalen Welt, und soweit ich das verstanden habe, ist die globale Erwärmung auch ein globales Thema. Gut. Was mich beschäftigt, ist natürlich, ich habe Ihnen ja gesagt, ich war 12 Jahre Forschungschef, das heißt also, mein Thema ist natürlich auch Innovation. Wie gehen wir mit einer Fehlerkultur um? Da sehe ich schon Verbesserungsbedarf. Also, wie gesagt, bin kein Bildungsexperte, ich hoffe, man macht es heute besser, aber die Schüler da pausenlos darauf hinzuweisen, wo sie nicht gut sind, das geht
zumindest indem wir bilden ja auch unsere Mitarbeiter weiter in der Erwachsenenbildung nicht mehr, sondern da schauen wir, wo haben sie ihre Stärken, dort setzen wir sie ein und diese verstärken wir. Schwächen auszumerzen hat nur bedingt einen Sinn und ist eigentlich ein fast unmögliches Anliegen, vor allem steht das nicht dafür, immer zu zeigen, dort bist du schwach, sondern geben es den Menschen mit, dort hat es gut, dort wollen wir weiterkommen. Und nur, wenn sie mutige, junge Menschen, und die werden wir brauchen haben, dann haben wir auch die Chance auf gute, neue Ideen, gute Innovationen. Und mit Innovationen werden wir weiterhin einen auskömmlichen Wohlstand uns erhalten. Wenn wir keine Innovationen haben, werden wir keine 11 Milliarden Menschen auf dieser Welt durchfüttern können. Dann werden wir nicht einmal 5 schaffen, wenn es so weitergeht. Zum Schluss also auch wieder ein persönliches Statement von meiner Seite. Diese typische Prüfungssituation, wie ich sie in der Schule hatte oder auf der Universität, wo ich mit eingeschränktesten Hilfsmitteln, meistens hat man gar nichts verwenden dürfen, eine Lösung in einer sehr knappen Zeit erledigen musste. Diese Situation habe ich in meiner ganzen Berufskarriere nicht mehr erlebt, sondern ich durfte jedes Hilfsmittel, das es gibt, verwenden. Und jeder hat mich für dumm gehalten, wenn ich was nicht gewusst habe und ich nicht gefragt habe. Ich habe jeden fragen dürfen, auch der Telefonjoker war erlaubt, also es war alles erlaubt. Und wir müssen den Kindern schon vermitteln, okay, wichtig wäre, dass ihr euch Wissen aneignen könnt. Und so schnell wie möglich. Und das ist mir ein Anliegen, also dass wir wegkommen von diesem stresshaften Beurteilen. Letzter Punkt. Bildung soll Freude machen. Bildung ist im Wandel, alles ist im Wandel. Also wir sind ständig im Wandel. Bei uns gibt es natürlich andere Kräfte, die auf uns wirken. Kostendruck, Innovationsdruck, Globalisierung etc. Es ist egal, alles ist im Wandel. Machen Sie mit, überfordern Sie sich aber auch nicht. Jede Veränderung braucht seine Geschwindigkeit. Nehmen Sie es mit. Sie machen einen der wichtigsten Jobs überhaupt. Machen Sie Ihren Job gut, dann geht es uns allen gut. Dankeschön.